gute Unterhaltung. Und jetzt kommt als allererstes mal die übertrieben hammer geile bombastisch zerstörerische gönnerische schnubbeldubbelige Musik beim Start von Gothic. Ich habe es ja extra brutal laut, damit es euch schön die Ohren wegschallert. Allah, da sind sie, die Jungs. Alter, die Musik. Freestyler, moin! Junge, diese Musik. Das ist mein Kaffee, Alter. Bim, bim, bim. So, moin, ganz kurzer Abriss zur letzten Folge. Das ist die Folge 2. Jeden Sonntag kommt Gothic und wir sind am Start als Novize. Wir sind im Kloster, wir sind gerade in der Bibliothek, haben ein paar Leute umgeballert, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, und machen genauso weiter. Heute sind wir dran, Magier zu werden, aber nicht Wassermagier, weil die sind gay, sondern Feuermagier, zum richtig reinlatzen mit dem Feuerball, so wie ihr euch das unten in der Abstimmung gewünscht habt. Ich muss aber ganz kurz hier ein bisschen das Format. Ich hoffe, ihr feiert die Kirchenmusik extra für euch ausgesucht. Ich muss kurz überlegen, wie war das nochmal? Man kann irgendwo die Breite einstellen. Alles klar, ich muss los. Wie war das gut? Alter, so sind wir Breitschulter, so sind wir Schmalschulter. Toll. Ich glaube, so ist ganz geil. So ist, glaube ich, ganz geil. Okay, los! Nee. Das wird sich nie ändern. Nee, nee, nee. Die Kirchenmusik. Okay, es ruckelt noch leicht. Wuhu! Ich weiß nicht mehr, was wir hier für Quests bekommen haben. Die Prüfung des Feuers. Als Novize habe ich das Recht, die Prüfung des Feuers zu fordern. Dabei wird mir jeder der drei Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen. Wenn ich sie bestehe, werde ich in den Kreis des Feuers aufgenommen. Allah, das ist doch genau das, was wir wollen. Also los zu den Boys. Ich habe nur keine Ahnung, was der nochmal von mir wollte. Hier gab es noch mehrere Quests. Babo und der Kräutergarten. Würde lieber Kräutergarten arbeiten, als den Hof zu ficken. Ach so, yo, Babo, das klären wir nachher für dich. Ich muss erstmal Magier werden, um hier ein bisschen rumzuschallern. Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Easy. Es ist dir also von Meister Palan gestattet worden, die Schriften zu studieren. Jawohl. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Wir schallern mal direkt rein, ohne irgendwas zu lesen, und sagen: Ich fordere die Prüfung des Feuers. Die Prüfung des Feuers stammt aus alten Tagen und ist schon lange nicht mehr abgehalten worden. Was du da forderst, ist viel zu gefährlich, also denke besser nicht weiter darüber nach. Noah, Schreihals, Grüße, Servus. Schönen Sonntag wünsche ich. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer. Die Macht Innos. Das was ist klatscht. Kein Geschenk. Ja, dafür ist und der zugleich da. Eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Feuerball ist da. Kannst du mir das beibringen? Die Magie wird von Innos verliehen. Nur seinen Dienern, den Feuermagiern, ist es möglich, zu lernen, diese Macht zu beherrschen. Ja, also Innos, geh mal her mit der Macht. So. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich die ganzen Bücher durchgelesen habe und ob ich Erfahrungen mitgenommen habe. Deshalb habe ich mal ganz kurz hier
nochmal alles anklicken werde. Und hier kurz die Erfahrung mitnehmen werde. Ach, das sind genau, das sind die einzelnen Runenstufen. Hier, der vierte Kreis ist der große Feuerball mit dabei. Golem erwecken, Untote vernichten, geweihtes Wasser. Da waren wir. Mit welchen Mods spielst du? DirectX 11 Mod und einigen Grafikverbesserungen, die die Details aufheben. Aber sonst keine spielverändernden Mods drin, sondern das originale Gothic 2 als Add-on mit Die Nacht des Raben. Ja, wollte ich den ersten Kreis, da gibt's Licht und beim ersten Kreis gibt's schon den Feuerball. Das ist der erste Kreis. Ja, moin. Ripalowski! In der Bücherei! Adidas Krasowski, Alter. Ripalowski mit Kirchenmusik. Da gönnt er, da gönnt er. Danke, Bilak. Schönen Sonntag. Wir kommen unserem Ziel näher. Mit 35 Subs haben wir das nächste Emote freigeschaltet für alle Leute, die am Subben sind. Dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab, weil das ist dann schon das vierte Emote für die normalen Subs. Und das ist ein hammergeiler, brutaler Support. Vielen Dank, Leute, fürs Unterstützen. Easy going. Kriegen wir hin und auch die Partnerschaft wird irgendwann kommen. Ich gebe mein Bestes und ihr seid dabei. Vielen Dank. Zweiter Kreis, haben wir schon den Feuerball. Das heißt, wir müssen die Runen des zweiten Kreises erreichen. Ich habe dafür auch einige Lernpunkte angespart. Wir machen jetzt die Prüfung des Feuers. Haben auch eine ganz geile Waffe. Und wenn ich dann Magier bin, muss ich gucken, dass ich schnellstmöglich in den zweiten Kreis komme, die Rune für den Feuerball kaufe und dann sehr viel auf Mana-Skill. Und ab dann wird das Ding hier richtig boostet. Ja, also das wird dann zügig wird da komplett Urinis leergefegt. Jeder, der Stress macht, kriegt Klatsche. So, auf das läuft's raus. Was ist das Böse? Will ich gar nicht wissen. Das Böse im Busch! Er meint. So steht es. Ihr kennt die Jungs. Wie waren sie nochmal? Meerjungfrauen und Blaubarschbube. Dairon, der muss warten als Novize. Genau, das habe ich auch gesagt. Harlan. Nur innerst. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Was? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hm. Ist das wirklich dein Ernst? Ich bestehe darauf. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Nun gut, wenn es dein Ernst ist, dann sprich mit Meister Pyroka. Man erzählt sich ja so einiges. Ich bin halt richtiger Bob, glaube ich. Level 6, Novize Level 6. Erstmal Stress machen. Oder alternativ, bevor wir jetzt direkt da hochballern. Ewig so weit. Also da hochballern in die Kirche rein, bin ich am überlegen, ob ich. Lass mal das Mikro nochmal ein bisschen näher her, dass ihr mich besser hört. Bin ich am überlegen, ob ich kurz zum Onars Hof gehe, paar Viecherklatsch, um einfach ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So viel wie möglich Erfahrungspunkte mitzunehmen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Kurze Frage noch an den Twitch-Chat, das habe ich jetzt ganz vergessen zu Beginn zu stellen. Passt die Soundquali und also ist mein Mikrofon so, dass ihr mich gut hören könnt? Ist der Ingame-Sound so laut, dass es im Verhältnis passt? Also ist der Stream akzeptabel oder soll ich nochmal irgendwas anpassen? Es wäre nice, wenn ihr mir da kurz Bescheid gebt. Ich glaube, ich mache noch ein paar Quests, bevor ich die Prüfung des Feuers dann tatsächlich ablege. Soulfaker, grüß dich. Vielen Dank für die Rückmeldung und schönen Sonntag. Gorax, ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche ein paar. Bisher alles gut, dann wird sich hoffentlich nichts mehr ändern. Waffe des Feuers. Ah. Die Waffen habe ich verkauft, ne? Die hier benötigt aber Stärke, deshalb habe ich die nicht genommen. Die Schwerter habe ich geschmiedet und wollte auch mein Gold loswerden. Ich könnte inzwischen auch mal wieder beten gehen, glaube ich. Bevor wir jetzt zum Hof hochgehen, gehen wir zeitgleich beten.
Aber ich könnte... Babo würde lieber im Kräutergarten arbeiten, als den Hof zu fegen. Opulus hüte die Schafe. Er würde gerne die Schriften in der Bibliothek studieren. Die Sachen könnte ich halt hier noch kurz abschließen. Der Boy meinte, Opulus meinte, er würde gerne in die Bibliothek. Wegen der Bibliothek. Du glücklicher hast den Schlüssel, nutze die Chance. Du glücklicher hast den Schlüssel, nutze die Chance. Und der da hinten will nicht unbedingt fegen, aber ich habe halt keine Ahnung. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wie ich den in die Küche bringen könnte. Der hatte mit irgendeinem Stress. Babo und der Kräutergarten würde lieber im Kräutergarten arbeiten, als den Hof zu fegen. Babo. Ich quatsch mal mit denen, da wird bestimmt einer was wissen. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen halt... Der hier hat irgendeinen Scheiß gebaut, der hat gestohlen, glaube ich, war das. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich bin der... Mich fragt ja keiner. Okay. Immer wieder das Gleiche. Ignaz war ein bisschen eingebildeter Boy, glaube ich. Ich habe halt hier letzte Folge schon alles durchgeklickt. Was ist da? Es ist das Böse, der erzählt immer das Gleiche. Belia ist der böse Boy. Wir sind ja Team Innos, wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr wart heute Morgen alle beim Gottesdienst bei Vatras. 9.30 Uhr in Kurines. Habe ich ja angekündigt. Jeden Sonntag ist Gottesdienst. Das hätte. Mal kurz noch mit dem Novizen quatschen. Babo! Ich bin bereit für das Training. Zwei Handwaffen kann der mir lehren. Ist das, was ich auf dem Rücken habe, eigentlich ein Zweihänder? Zwei Handwaffe. Glaubst du wirklich? Das hätte er auch selbst wissen können. Soll ich Zweihand-Skill lernen? Nee, ich habe schon 15%. Nee, das machen wir nicht. Kann ich die Sachen stehlen oder krieg ich dann einen aufs Maul? Okay, dann nehmen wir die goldenen Kelche halt mit. Wenn die hier einfach random rumstehen, muss los. Ciao. Braucht kein Mensch, die Scheiße. Oh, da war ein Besen. Da war ein Besen. Den nehmen wir auch mit. Ich nehme immer alles mit zum Verkaufen. Gold ist Ehre. Ist Bescheid. Ja, aber das war ein Lager. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Den hatte ich mal, den Schlüssel, aber den habe ich schon wieder zurückgegeben. Ich habe keine Ahnung... Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, dass der eine Typ... Ich gehe mal nochmal runter. Unten war ja auch noch die Möglichkeit, mit zwei, drei Leuten zu sprechen. Hier geht's runter in die Kelleranlagen. Sario, moinsen, ich grüße dich, hallo. Da war der... Hey, du! Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise keine Novizen. Wenn du dann... Okay, nur wenn ich... Kannst für einen Novizen bist du ganz schön... Alles was... Nee, der macht gar nichts für mich. Ich muss mal... Ich hab's vorhin angeguckt, aber ich hab's nicht direkt gefunden. Julio, und war schon live und bin dann... Hab dann mit Streamen begonnen, dass ich da... Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nicht auch. AFK rumgammel. Ah, hier war die Vorratskammer. Da könnte man auch ein paar Sachen snacken. Aber ich habe noch nicht gelernt, Schlösser zu knacken. Beziehungsweise auch viel zu wenig Geschick. Also ich brauche wirklich noch ein paar Level. Das gibt doch nur Hallo. Ärger. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Sailor Moons Mann ist das. Der Sailor Moon, Garvik, Grüße. Nein, erzähl mir nicht über den Hammer. Bock auf Liegestützen. Du kannst mir gönnen, wie du willst. Open for everything. Das sind doch richtig Bock, Boy. Aber übertreib's nicht, ich will keine 100 machen, Mann.
Die Musik hier unten ist viel schöner als oben. Glaubst du wirklich? Oben kommt wieder die... nur die Kirchenmusik. Nur die Kirchenmusik. Der Chat ist ja schon wieder extrem ruhig. Chat, was geht? Haut mal raus, was geht. Was soll ich jetzt als nächstes tun? Bisschen raus, Viecher wegballern und looten, was geht? Oder hier drin versuchen, weiter die Quests abzuschließen? Oder direkt die Prüfung des Feuers ablegen? Problem ist bei Quests und Prüfungen, dass ich halt relativ schwach bin. Machen wir Story-Quests. Ja, ich bin halt sehr schnell in der Story vorangeschritten und hab Schiss, dass mir das gleiche passiert wie bei... Alle drei Sachen. Ja, die kann man auch zusammen machen, da hast du schon recht, Schreihals. Das machen wir es auch so, wir machen es zusammen. Aber das Problem ist, ich bin relativ schnell vorangeschritten im Spielstand. Bin jetzt schon Novize mit Level 6 und kann, glaube ich, erst ab Level 5 frühestens Novize werden. Also es ist... lol, Bilak. Wir quatschen mal. Moin! Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt, du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Nice. Wir sahen auch viele Novizen bei der Feuer brennt und ist warm. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Nee, ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es Novizen. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier ich bin bereit. Dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, Alter. Die du erfüllen musst. Jeder Möge Magier. Inos sich deiner Seele erbarmen. Ja, danke, Brudi. Also, hau ich raus. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Innos! Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos ja, Bilak ist am PC Novizen wie Führerscheinprüfung. Die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon, Igaratz und Ulf. Sie Argon. Haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Alter, die haben Vorsprung, das gilt nicht. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Zeichen diesen Innos Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem Folge. Nichts weiter hinzuzufügen. Folge den Zeichen Innos um... Mann, ich muss mir die Sekten-Scheiße echt merken, Mann. Der Pfad der Gläubigen. Ich soll den Zeichen Innos folgen und ihm das bringen, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Dazu hat er einen Schlüssel gegeben.